Hallo Freunde, willkommen zu Let's Play Sphinx und die verfluchte Mumie. Und wir sind ein allerletztes Mal die Mumie in diesem Spiel, jawohl. Weil wir gehen langsam aber sicher auf das Ende zu. Wir haben im letzten Part hier aus diesem Käfig einen Urukid befreit. Und der hat uns hier eine weitere Tür geöffnet. Das sind nur Skelette. Er hat gesagt, dass einige von ihnen hier wohl irgendwie im Geheimen noch leben. Und... aha, hier haben wir schon... Gleich mal den ersten Elektro. Ja, okay, an den Raum erinnere ich mich. Da unten hin. Ich glaube doch. Nee, da muss ich erst irgendwas anderes machen. Ich glaube, Moment mal, irgendwo. Da muss ich ja hier orientieren hier vorhin. Wie war denn das? Ah ja, ich glaube. Ja. Hier haben wir einen Hebel. Okay, der zieht sich wieder ein, wollte ich verarschen. Ernsthaft? Hier die Ebene Leiter sehen ja hier. Jetzt zieht sie ernsthaft wieder ein. Ach du Scheiße. Ja, hier wird es jetzt richtig heftig. Zum Ende hin wird das Spiel richtig heftig. Ich glaube, hier gibt es noch einige Rätsel und so. So kommen, mache ich auf die letzte Zeit. Die durchaus in sich haben können. Was? Das kann nicht sein, und ich verarscht. Ich kann ja auch das jetzt so schnell schaffen, ey. Oh. Mal gucken, was war denn hier noch? Ja, hier, wir brauchen auch Feuer. Wie ihr seht, hier sind überall noch diese Dinger, aber wie gesagt, die Schalen, da geht's nicht. Man kann nur reingehen. Und man steht in Flammen, aber es geht sofort wieder aus. Was haben wir denn hier? Ja, ich muss mir erstmal alles wieder angucken, ich habe keine Ahnung. Aha. Okay, hier haben wir schon mal Feuer. Das ist schon mal gut. Du wirst hier schon mal die holen. 5 Stück, okay. Da geht auch sehr, sehr schnell weg. Wollte ich verarschen? Ja, okay, das war nix. Ich wollte mal gucken hier. Ah, okay. Erst muss man ganz nach oben, alles klar. Was man natürlich nicht schaffen kann, natürlich. So, den ganzen... ja, natürlich, ey, wollt ihr mich verscheißen? Achso, wir haben hier noch einen Hebel, was macht der? Okay, er stellt es um, okay. Okay.
Okay, jetzt sind alle auf dem zweiten Akt. Ah, ich habe gar nicht mehr Sinn gehabt, dass so was ging. Denn das ist ja gar nicht so schwer. Okay. So, bleiben wir einfach auf dem zweiten. Das ist kein Thema. Das wusste ich gar nicht mehr, ganz ehrlich, Freunde. Ich gebe ganz ehrlich zu, das wusste ich nicht mehr, dass das möglich war, dass man... Okay. Ja, ich habe jetzt absichtlich erstmal die Skarben geholt, weil die sind mir noch ein bisschen wichtiger. Die brauchen wir. Wir wollen uns ja schließlich noch die letzte Angteile besorgen, nicht wahr? Weil ich habe ja versprochen, dass unten 100% dran, also... Ja, natürlich. Eine Sprosse, mein... Ah, so was lieb ich. So was lieb ich. Eine Sprosse. So besser? Ja, so ist besser. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, kann sein, dass ich jetzt etwas verschnupft klinge. Bisschen erkältet. Aber ich denke, das geht trotzdem alles. Ja, ich hoffe, dass ihr bald in wenigen Parts fertig seid. Aber wie gesagt, da das Rätsel hier heftig ist, kann es doch ein bisschen länger dauern, als ich dachte. Okay, sehr schön. Ja, alles nur, um eine Plattform zu kriegen, dass wir da rüber können mit dem Feuer. Ja. Aber ich glaube, wir müssen erstmal das Elektrorätsel lösen. Ich werde trotzdem jetzt erstmal kurz Feuer mitnehmen für die Scarabs. Wie es gerade abgeht. Ja, gibt es nicht allzu viel. 30. 30. 40. Auch schon aus, naja. Aber wir müssen noch bis hier hinten her. Da ist noch ein Ding. Und, ah ja, hier müssen wir, genau, diese Tür müssen wir öffnen. So, ich werde jetzt noch mal probieren, dass ich euch jetzt noch ein bisschen schneller hinkriege. Ach komm, geht ja jetzt schon scheiße los. Ich glaube, hier oben war da auch noch einer drauf, ne, ja. Ja, wir haben es geschafft. Geil. Jetzt müsste ich das da oben drehen. Aber wir holen noch mal kurz Feuer. Hier dreht sich noch nicht. Ah. Ach du Scheiße, hier ja auch noch. Wie geht das? Ah ja, hier. Hier ist noch ein Hebel. Genau, da müssen wir mit dem Strom hierher, aber auf die Seite geht es ja noch gar nicht, weil ja hier Wasser ist. Das heißt, wir müssen irgendwie das Wasser hier wegbekommen. Ich hole jetzt noch mal kurz Feuer, ich will noch die letzten Skarben erstmal holen.
Ich denke mal, wir stellen den Hebel erstmal um, dass wir auf die andere Seite zuerst drauf können. Vielleicht geht das Wasser aus, wenn man 2 von 3 aktiviert hat. So. Wir werden sehen. Ja, wir müssen dann bis hierher laufen mit dem Strom. Ja, wie ihr seht, haben die Entwickler doch schon alles sehr, sehr, sehr knapp bemessen hier in diesem letzten Abschnitt. Aber ich denke, Freunde, wir kriegen das trotzdem hin gemeinsam. Und die Leiter hier. Die Leiter scheint Gott sei Dank aus nicht brennbarem Material zu sein, Metall oder ähnliches. Ja, ihr seht, es geht nicht anders. Wir müssen noch einmal. Oh ja, 15 Stück, sehr schön. 55. Ich guck mal kurz. Ja, wir nehmen gleich den Strom mit, warum nicht? Laufen wir hier einen Weg umsonst? Ey, komm, beweg dich. Ja, ich denke, sie hätten den Feuer und den Strom durchaus ein kleines bisschen länger laufen lassen können, aber... Ja, natürlich. Oh, jetzt bringt er da wieder nicht rüber. Und genauso sowas, ne? Die Lücken könnte man ja auch ein ganz bisschen weniger machen, dass man da einfach rüberkommt, dass man... Ja, naja. Ist egal, Freunde, wir kriegen es hin. Wie ich schon öfter erwähnt habe, ich habe das Spiel ja durchaus schon ein paar Mal durchgezockt. Nochmal 10, 65, ob das reicht, ich hoffe mal. Warte mal, ich guck noch mal, will noch mal kurz gucken. Ist hier noch irgendwo? Hier ist ja dunkel, aber ich glaube, nee, hier ganz hinten sind keine. So. Ein weiterer Versuch, meine Freunde, mit dem Strom. Ja, und ich möchte hier mal die Gelegenheit ergreifen. Ja, ich weiß, es sind noch nicht allzu viele, aber mich mal bei den wenigen Leuten, die mich inzwischen abonniert haben, mal zu bedanken dafür und auch für die meine Videos hier mal gucken. Wie gesagt, danke dafür und komm nochmal. Geht es? Ja, geht es. Und wie gesagt, gerne auch mal ein Like da lassen oder mal einen Kommentar schreiben. Kommentare wären sehr schön, damit wir ein bisschen kommunizieren können und so, wenn ihr zum Beispiel für ein Spiel wie diesen hier irgendeine Frage habt oder irgendwelche Anregungen habt oder auch wenn euch irgendwas nicht so gut gefällt oder... Das Wasser ist immer noch nicht weg. Wir müssen irgendwie das Wasser wegziehen, weil sonst kommen wir da nicht. Oder wohl vielleicht. Oder müssen wir da unter durchkriechen? Moment mal, Freunde. Ich will das mal angucken. Also das dauert jetzt nicht viel zu lange. Ja, wir werden es mal probieren. Was anderes fällt mir im Moment nicht ein. Oder ist hier noch irgendwo ein Hebel oder irgendwas? Nee. Wir werden mal aussehen, ob man da durchkriechen muss, eventuell. Ja, also vielen Dank dafür. Kann man hier noch nichts weiter machen. Ja, ich glaube, wir müssen auf die ganz andere Seite darüber.
Da ist ja diese Barriere, die ihr gesagt habt, die müssen wir wegmachen. Und dahinter ist nochmal ein Raum und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen was machen und dann können wir im Grunde schon, dann sind wir glaube ich bald durch. Nee, okay, man kann nicht durchkriechen. Und wenn ja, falls doch, dann dauert es viel zu lange. Komisch, was soll ich denn sonst machen? Was passiert hier, wenn ich das greife, geht das Wasser dann auch aus? Also die Hebel da hinten werden ja wohl mit dem Wasser nichts zu tun haben, oder? Ich werde noch einmal kurz probieren. Aber... Ja, wie gesagt, ist schon ein bisschen her, seit ich das Spiel letztes Mal komplett durchgespielt habe. Man spielt ja auch nicht so die Spiele jeden so oft durch, weil man gibt ja sehr viele Spiele, die man spielt. Zurzeit bin ich auch schon wieder so ein bisschen, ja, spiel mal hier, spiel mal da. Ich habe mir bei einem bekannten Let's Player, Looks Like Link, gerade live Let's Played hier Super Paper Mario. Er hat das wohl noch gar nicht Let's Played, wusste ich gar nicht. Ich dachte aber, er hat das schon mal Let's Played, aber anscheinend wohl doch nicht. Na. Und der Let's Play das gerade so live und ich guck das auch auf YouTube, da stellt das auch hoch und... Nee, es geht nicht jetzt. Man kann nicht durchkriechen. Da muss man irgendwie das Wasser ausmachen, oder? Aber wie denn? Hier ist doch nirgendwo was. Ja, diese Barriere müssen wir lösen. Ach nee, man kann da doch da durch, okay. Aha, da müssen wir wahrscheinlich... Ja, ich glaube hier... Oder? Und da habe ich auch mal wieder Super Paper Mario rausgeholt, was für mich persönlich übrigens mein liebster Teil der Serie ist. Ja, ich weiß, viele werden sagen, ja, Äonentor und so weiter, ja, kann ich verstehen. Ein sehr guter Paper Mario Teil. Ja, das fünfte, also eins muss hier noch irgendwo sein. Genau, jetzt werden wir wieder in die Fledermaus machen. Ja, ich erinnere mich. Und jetzt müssen wir hier... Genau, die Schalter aktivieren. Und hier mehrere... Ich glaube, wir dürfen das Wasser nicht berühren, ich weiß gar nicht genau. Nee, Moment. Genau, hier ist ein Schalter. Der Heck, die wurde jetzt zurückverwandelt. Also irgendwo wurde jetzt zurückverwandelt. Ich weiß nicht warum, ob ich irgendwas berührt habe, was ich nicht hätte berühren sollen. Ja, ich habe das Spiel damals durchgespielt. Ah, nee, geht auch auf Zeit. Oder? Ja, geht auch auf Zeit. Na toll. Und so weiter, aber ich habe es noch nie 100% durchgespielt, also alle Rezepte, alle... Ja, natürlich, man muss die Tür jedes Mal wieder öffnen, natürlich. Damit es länger dauert.
Aha, man muss also das Wasser aufstellen, so war das. Okay, das kriegen wir hin, oder, Freunde? Ja, nur sowieso gleich zurück. Ja, ich erinnere mich, an diese Stelle erinnere ich mich noch sehr gut. Ich dachte, wir müssen die Barriere erst lösen, aber die Barriere ist wahrscheinlich dazu, dass wir kein Feuer oder Elektro durchkriegen, oder wie ist das? Und wie gesagt, ich habe Paper Mario damals komplett durchgespielt und so weiter. Ich habe auch eine dieser Herausforderungen mit der Achso, da ist. Es sind hier auch noch mehrere Schalter, natürlich. Aha. Dieser ja, Herausforderungsgericht über 100 Ebenen durchspielen muss und so weiter. Und das gibt es ja in diesem Spiel zweimal sogar. Und ja, da habe ich damals die eine habe ich irgendwann mal geschafft, aber die andere, um es perfekt zu spielen, muss man sogar zweimal schaffen, aber die habe ich noch nicht mal einmal geschafft. Und ja, ich bin jetzt gerade dabei, die Rezeptliste zu vervollständigen. Ich habe da wieder schon vor langer Zeit schon mal wieder ein bisschen weiter gemacht. Und ich habe sie eigentlich bald voll, aber es ist eben sehr mühsig. Man muss halt dauernd die Zutaten holen, die man braucht, da muss man wieder wegbringen, weil man kann ja leider, das ist bei den Paper Mario Spielen, eins von den Dingen, die ich persönlich nie so richtig verstanden habe, dass man so wenig Items nur besitzen kann, ja. Also 10 Items. Und es geht auch nicht hier, wenn ich irgendwann mal. Was jetzt eigentlich ja, hier durchfliegen, dann wandelt man sich auch zurück, okay. Geht auch nicht zu sagen, okay, wir machen einfach 10-mal Pilzmix oder nein, es gibt einen Pilzmix. Und wenn ich einen zweiten nehme, habe ich schon zwei Stellen halt. Genau, dafür ist es da, damit man mit dem Vogel hier nicht durchkommt. Genau, da verwandelt man sich dann zurück vom Vogel zurück in die, genau, dafür ist das Feld da. Und wie gesagt, bei das Äonentor, wie gesagt, bei anderen war, weiß ich nicht, hier beim ersten Paper Mario, Legend of the Seven Stars, ob es da auch schon ging, aber bei das Äonentor konnte man irgendwann das Inventar verdoppeln und man kann natürlich auch bei den Läden auch Items ablegen und so weiter, aber ja, das sind auch nur noch mal 40 Stück oder so. Ja, ich bin jetzt mal beim Hin- und Hertauschen, damit ich da was kochen kann und da muss ich die zurückbringen, damit ich ja Platz habe und neue Zutaten mitnehmen und so weiter. Und man, jedes Mal muss ich mindestens zweimal laufen, ist doch eklig, ey. Warum ist der jetzt wieder 1 Millimeter zu kurz gesprungen, ey? Ja, den aktivieren wir doch schnell und dann ist der Part vorbei, meine Freunde. Und ja, ich will auch versuchen, die Sammelkarte natürlich alles bekommen. Obwohl die letzten wieder, da muss man wieder diese 100 Herausforderungen eben auf Stufe 2 zweimal durchspielen sozusagen, also die schwere Variante zweimal durchspielen, damit man die letzten Karten bekommen kann. Das wird sich ja auch nicht ganz einfach, aber es gibt einen einfachen, relativ simplen Trick, wo man halt praktisch so viel Geld haben kann, wie man will, also oder sich farmen kann, wie man will, indem man so eine goldene Susel oder Dusel, Susel oder wie die heißen,
fängt und die kann man für 300 verkaufen, die Karte dann. Man kann ja in diesem Spiel die Karten, die Gegner mit Karten fangen und die Karte dann auch verkaufen. Und für 300 kann man die verkaufen. Und wie gesagt, die Karte kostet, glaube ich, keine Ahnung, 15 oder 25 oder ja, die Superfangkarte. Und damit ist es relativ simpel, immer Geld zu haben, was man ja auch braucht, zum Beispiel für bestimmte Zutaten und so weiter. Und man braucht ja auch, am Ende verliert man ja seine Begleiter, seine diese Pixel. Aha. Ich glaube, wir haben es. Okay, jetzt habe ich es doch noch beendet. Naja, ist egal. Okay, aber es fehlt noch ein Amulett. Königliche Einladung gefunden. Ah ja, die braucht man, um im Palast zum König vorzudringen. Werden wir denn noch, doch noch mal die Mumie anscheinend doch. Also doch noch nicht das letzte Mal. Ich glaube, beim letzten Mal, da dürfte eigentlich nicht mehr allzu viel passieren. Weil es fehlt ja noch ein Juwel. Es gibt ja 6. Wir haben ja erst, war jetzt der 5. Also ja, vielen Dank, meine Freunde, fürs Zusehen. Genau, sonst hätten uns nämlich die Leibwächter gar nicht vorbeigelassen. Du hast nun die Gegenstände, die Mumien Palastro gefunden hat. Ja. Das heißt, im nächsten Part dürft ihr euch wieder auf einen Bosskampf freuen. Du hast die königliche Einladung. Dieses offizielle Dokument lädt dich ein, den Pharao von Heliopolis zu treffen. Du hast das 5. gestohlene Abydos-Juwel. Die Kuratoren des Museums und so weiter, ja. Okay, also meine Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, 65 Skaven. Wir gucken noch mal kurz, meine Freunde, wie wir jetzt haben. 80 Stück, das reicht noch nicht. Also kommt doch noch mal ein größerer Affen mit der Mumie. Aha. Okay. Ja, seht ihr, ist schon viel zu lange her, dass ich das Spiel mal durchspiele. Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran. Also ein Abschnitt kommt noch. Da müssen wir ja mindestens 70 Stück kriegen. Ich glaube, es müssten sogar noch mehr sein. Ja, wir haben hier die Augen eigentlich auch dabei? Nee. Die sind hier. Also wir haben noch 8 von den Augen. Ich glaube, wir haben schon alle Statuen aktiviert, glaube ich. Könnten wir später nochmal überprüfen. Einen Goldanteil könnten wir uns jetzt noch holen mit dem gestohlenen Juwel. Und das... Moment mal, haben wir schon alles gekauft? Haben wir schon alles gekauft bei dem Typen? Es gibt ja nur noch 2 Juwelen dafür, oder gab es nur noch ein Juwel? Das ist ja auch egal. Wir werden es sehen, wenn es soweit ist. Vielen Dank jeweils wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.